Um mal unsere Frage von gerade eben zu beantworten, der Kerl will gegenüber von einem Dildoladen arbeiten. Ergibt Sinn. Sieht ein bisschen aus mit diesen riesigen, fetten Händen wie Peter Griffin. Oh shit, was ist mit dem falsch? Alles klar, genau deswegen brauchen wir die Knarre. Oh shit, Son. Okay. Macht ziemlich viel Damage. Das macht plötzlich alles Sinn. Leck du ihn ab und ich baller ihn tot. Ich leck ihn nicht ab, ich erschieß ihn. Du sollst ihn ablecken. Genau das meinte ich. Ey, doch nicht mich. Jetzt aber hier locker bleiben, Bro. Komm schon, goddammit, Randy. Er ist erschöpft. Okay, dann ab dafür. Er ist zu fett für richtigen Krieg. Er ist zu fett, mich zu treffen, wie es aussieht. Oh shit, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich will ein cooles Foto machen. Wow, Wahnsinn. So kann man auch leveln. Das Gesicht. Alles klar, ich mache ihn fertig. Warte. Guck, einfach hier die Klauen nehmen und Mixer. Scheiße. Immer schön drauf. Fucker. Oh shit. Oh, der macht ziemlich viel Damage. Der macht ziemlich viel Damage. Oh shit, echt jetzt mit einem Schlag. Ist nicht dein Ernst. Oh, ich hab gar nichts mehr. Warte mal, liegt hier irgendwas rum? Zwei Blöcke noch gehabt. Okay, ich hab was für dich. Einen ranzigen Burger. Ja, besser als nichts. Du hast die Wahl zwischen meinen Eiern und einem ranzigen Burger. Was willst du in deinem Mund? Der Burger. Sicher, jetzt kannst du noch anders machen. Sag mal so, drückst du den Burger mit deinen Eiern nach? Weil dann nehme ich gleich die Eier. Oh Gott. Du hast die Wahl zwischen Wurstaufschnitt oder Burger. Ganz ehrlich, bevor er Wurstaufschnitt von mir macht, leck ich lieber deine Eier. Ey, ich komme hier gar nicht mehr weg. Was war das denn für eine Kombo? Ich bin auf deiner Kotze ausgerutscht. Ups, was ist passiert? Verdammte Scheiße, das gibt's doch nicht. Alles klar, heil dich, Junge, heil dich. Sieht nämlich gerade ziemlich ernst aus. Fuck. Okay, warte, ich hab was richtig Gutes gefunden. Ey, das gibt's doch nicht. Ich versuche ihn mit dem Dildo abzulenken. Oh ja, das ist ein Plan. Das ist ein guter Plan. Dass ich kotzen musste, hat mir gerade das Leben gekostet. Boah, ich bin auch fast tot. Shit. Halte durch. Ich hab noch Saft, mit dem ich dich wiederbeleben kann. Das passt, falls du drauf gehst. Alles klar, ich hab dich, oder? Ja. Alles okay, gut. Renn. Hier drüben liegt ein Dildo. Du musst dein Bier trinken, Alter. Okay. Ich trinke mal hier ganz kurz was. Okay. Ich habe ihn eben gerade mit dem Blumentopf lahmgelegt. Ich habe halt auch gar keine Waffe gerade mehr dabei. Okay, lenk ihn ab und ich gehe raus und suche irgendwas Essbares. Okay, shit, der kommt ja halt. Folgt er dir? Ich habe keine Ahnung. Aber der ist ganz schön mies unterwegs. Und hier draußen sind jede Menge Zombs. Da ist meine Axt, verdammte Scheiße. Beim Kotzen verloren. Was passiert? Toll, hier gibt es wirklich nichts zu essen. Kann nicht sein. Ich habe eine tote Nutte gefunden hinterm Tresen. Ess doch die. Würde ich ja. Ah, shit. Aber die tote Nutte ist nicht vegan. God damn it, Randy. Alter, gibt's hier gar nichts zu essen? Irgendwie nicht wirklich, glaube ich. Ein Handbag. Oh, das ist nicht dein Ernst. Halte durch. Alles gut. Noch habe ich ein HP. Okay, ein halte durch. Ich habe auch nur einen. Ich glaube, hier drüben gibt's was. Ich spiele das hübsche Spiel hier links, rechts rüber. Funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, hier gibt es auch wirklich nichts Beißbares. Fucker! Mit der Handtasche bewerfe ich dich, wenn es sein muss. Okay, hier drüben ist ein Rockkonzert. Rocken für Kids. Oh shit, natürlich, ich hab doch den Bierhut, wie dumm. Ja, warum trinkst du denn kein Bier? Ich hab doch gesagt, trink doch dein Bier. Ja, dann hab ich ganz vergessen. Ich dachte, das einzelne Bier, weil ich vorhin so nebenbei getrunken hab. Und, ist er schon tot? Nicht so ganz, aber wir arbeiten dran hier. Wir arbeiten dran. Ich hab noch ein bisschen Geld verdient. Alles klar, 10.000 Penunzen. Ey, das ist nicht dein Ernst. Du Fucker, du warst doch gerade noch müde. Hier war doch irgendwo diese Bar. Wo ist die Bar? Müsste theoretisch ganz in der Nähe sein. Da, wo der Typ am am Ragen ist. Ja, wo am sich verwandeln war. Ist okay, ich warte hier auf dich. Ach ja, ich muss dich ja retten. Moment, ich durchwühle okay, ich den Müll. Eine gute Aussicht wahrscheinlich. Warte. Irgendwas werde ich finden. Halt einfach durch. Mehr als auf dem Boden liegen kann ich nicht. Kein Problem, ich warte hier. Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Ich halte einen Platz für dich warm, kein Problem. Ich sehe schon, du bist sehr, sehr motiviert. Ja, ja. Okay, warte, hier drüben sind Snackautomaten. Ah, sehr gut. Hast du Kleingeld?
54.000? Bist zu groß, sorry. So, Moment, ich nehme ganz viele Snacks mit und stärke mich hier nochmal. Findest du geil, dass man auf diesem kleinen Bild sieht, dass man genau sieht, was du machst? Alles klar, ich habe Snacks. Damit hole ich dich zurück ins Leben, mein Sohn. Wunderschön. Okay, du hast die Wahl zwischen meinem Penis und Snacks. Die Wahl fällt mir ja schwer. Ich könnte auch meinen Penis in die Tüte reinhalten und dann ist er ein bisschen extra salzig. Ist extra salzig, Mann? Ich weiß ja nicht. Delicious Nuts! So viel Salz ist auch nicht gut. Halte durch! Alles gut. Oh shit! Und da ist er schon wieder am Boden. Alles klar, jetzt machen wir ihn. Schöne Scheiße hier. Wow. Du musst durchhalten, Junge. Ja, ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice. Ich hab ihn auch. Edelsteine gefunden. Geiler Shit. Kannst du der Braut geben? Vielleicht mundert sie das ein bisschen auf. Ich weiß ja nicht. Kein guter Tag für sie. You may now feed the bride. Alles klar, das muss Liebe sein. Just Brains. Okay. Brains. Danny, Brains oder Perlen. Ich hab alles dabei. Holy shit, das ist eine verdammte rosane. Jopp, ich nehme die rosane Kettensäge. What? Hier drüben guckt so ein bisschen Darm raus. Ich glaube, den können wir nicht mehr retten. Ich glaub's fast auch nicht. Ich hätte doch einfach mal die Klappe gehalten, als wir reingekommen sind. Ja, dann hätten wir alles Stealth machen können. Weißt du, so von hinten, bam. Aber mit Messer. Okay, ich habe hier der Braut mal einen Vorschlaghammer gegeben. Okay, sehr gut. Hört sich auf jeden Fall vernünftig an, oder? Ich habe die andere Braut, entbräutet? Entbräutet. Ich habe das richtige Wort gesucht. Ich glaube, das ist ein gutes Wort dafür. Oh nein, Mann. Alles klar, ziehen wir los. Ab dafür. Gut, Moment. Hier drüben ist die Rockband. Die können wir auch direkt mitnehmen. Komplette Rockband? Ja. Yep. Nice. Au! Rett mal Danny, bitte. Oh shit, Danny, wo bist du denn? Komm mit. Einfach bei mir bleiben, dann kann nicht so arg viel passieren, außer du fällst auf meine Kettensäge. Das wäre natürlich traurig für alle Anwesenden, aber vor allem für dein Brautkleid. Okay, Firecracker. Noch mehr Zombies für die Crowd. Das ist mein Publikum. Und du rennst sauber hier unten rein, ha? Jigsaw! Yes! Es muss es sein. Wenn ich eine Kettensäge habe, dann muss ich auch natürlich die Moshpit anzetteln. Aber Danny, pass auf Danny auf. Ja, ja. Danny muss leben. Floyd. Papier mitnehmen. Okay, Moment. Jenna. Die hat einen geilen Arsch. Jenna gehört mir. Jenna gehört dir. Kannst du haben. Ich behalte Danny. Ich glaube, mit Jenna bin ich besser bedient. Wahrscheinlich, ja. Oh, wie soll man denn so schnell ein Foto machen? Wie seid ihr denn? Geht doch gar nicht. Der Fuck hat eine Pumpkin, ich werd verrückt. Dann nehme ich. Naja, noch ein bisschen, was habe ich hier mitgenommen? Okay, alles klar, Danny. Alles klar, ich hab Jenna. Okay, Danny ist euch bei euch oben. Und Floyd. Awesome. Gut. Schmeiß das Ding mal an und dann ab zurück, würde ich sagen, oder? Nein, wir haben noch was zu erledigen. Haben wir noch was zu erledigen? Wir haben hier noch eine schnelle Nummer, und zwar wir machen Taste Like Chicken. Tastes like Chicken. Das könnte auch alles sein. Okay, das kriegen wir hin. Alles schmeckt nach Hühnchen. Im Grunde schmeckt wirklich alles nach Hühnchen. Egal, was du dir zwischen die Zähne reinschiebst, jeder sagt, ja, schmeckt wie Hühnchen. Sogar Hühnchen. Das ist ja das Absurde. Aber Hühnchen schmeckt eigentlich, finde ich, rein gar nicht wie Hühnchen. Was auch nicht. Hühnchen ist zu sehr Hühnchen, dass es Hühnchen ist, meinst du? Weißt du, dass es so viel Fake-Hühnchen gibt, dass das richtige Hühnchen den Titel nicht mehr verdient hat? Ich hätte gern so ein Met-Hühnchen. Ein Met-Hühnchen?
Oder ein Mad Eagle? Mad Eagle. Ich finde eh, Mad Eagle ist irgendwie was Geiles, oder? Ah, ich weiß auch nicht. Nicht so der Fan davon. Du magst keine Mettwurst? Nicht so der große Fan davon. Au! Alter, Bro! What? Sind alle hier? Irgendjemand fehlt. Du fehlst. Ich bin doch hier. Okay. What the fuck? Eben gerade was rot. Irgendjemand hat gesagt, okay. Ja, irgendjemand hat hier noch seine Tage. Der war nur neidisch auf meine Pumpgun, was ich wiederum verstehen kann. Aber der soll mal runterkommen, Snickers essen, keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du jetzt deine Munition sparen, denn wir haben den nächsten richtig harten Gegner. Okay, geht's direkt weiter hier. Also spar deine Mompe. Mit der kompletten Band. Ey, wir haben aber auch wirklich eine Armee an den Backen. Einfach mal einen Krieg ziehen. Mit der Band. Was meinst du hier drüben, noch ein bisschen Glücksspiel? Ah, ich weiß ja nicht. Wo müssen wir denn wieder zurück wegen der Mission? Ja, wir müssen wahrscheinlich wieder ins Safehouse, denke ich mal. Alles klar, komm, weiter. Wir haben keine Zeit dafür. Lohnt sich auch nicht. Ja, wie am Flughafen, Mann. Diese geilen Förderbänder. Die sinnfreien. Wo jeder rennt. Es ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Mehr glaubst du, es gibt Menschen, die da wirklich stehen bleiben? Ich wollte gerade sagen, am Stuttgarter Flughafen bleibt jeder stehen. Oh, der nächste Freak. Hier gibt's ja Freaks ohne Ende. Ein Freak nach dem anderen. So, bevor wir aber jetzt hier drüben den nächsten Gegner töten, gibt es hier noch einen geheimen Typen, den wir retten können, soweit ich weiß. Also in Dead Rising 2 gab's das. Aber ich denke, hier gibt's auch. Es ist ein bisschen anders, also stellenweise. Oh Gott. Alles klar, ich schick alle mal hier hin. Und storymäßig. Ja, es ist ein bisschen anders. So. Und jetzt hier rüber. Denn hier ist Jasper. Jasper, was zur Hölle in seiner verdammten Burg? Jasper Jones. Das kannst du eigentlich sagen, es wäre eigentlich sicherer für ihn, wenn er hier bleibt wahrscheinlich. Eigentlich schon, ja. Aber okay. Komm mit zu den Zombiehorden. Wir haben Jasper und hier ist noch ein bisschen was zum Essen, also wenn du irgendwas brauchst. Oh, das ist ein verdammter Besen, Mann. Goddammit. Nee, ich nehme hier das da mit. Ich habe 2 Bier dabei, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich nehme hier noch so ein Kantholz mit. Ja, habe ich auch gerade. Gutes 2x4. Ist mir aber noch nicht irgendwie hirnfarbig genug. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Alles klar, bist du bereit für den nächsten Freak? Yep. Wir sind wieder runter, oder? Yep. Ich aktiviere den jetzt. Hier drüben kann man den trackern. Okay. Na, dann mal rein mit dem Guten. Okay, allen geht's gut. Soweit, ja. Alles klar. Ist noch ganz fit. Also den hier finde ich super. Gina Donaggi. Me confused with someone else. You're not the reviewer, but I've been waiting for you. No offense, but I really don't want to eat that. How dare you? I'm Antoine. I am the king of cuisine. No matter. This can still be a once in a lifetime meal. So sit, relax, Antoine. We'll make you dinner!
Die Frage ist ja, auf wie viele Leute mit Skelettmasken wartet dieser Puddingbeutel? Auf sehr viele anscheinend. Oh, du bist hier dieser Journalist. Ich bin das Phantom der Oper. Das Phantom der Oper. Das Phantom der Oper. Alles klar, gut. Das Puddinggrab will mich töten. Antoine, Mann. Goddammit, Antoine. Antoine. Antonio würde ich ja noch verstehen. Antoine Banderas. Boah, hier mit der Klampfe. Unser Team haut den ja voll zusammen. Ey, mit der Pumpgun, der eine schlägt mit. Oh, ey, oh, wow, wow. Danny. Oh Gott, Danny. Baby, geh mal hier drüben hin. Wir schicken ihn mal weg. Ja, ich geb dir mal Alter, dir. Floyd. Kacke. Danny, nein. Ich habe eine emotionale Bindung zu Danny aufgebaut. Moment, Danny, komm, bleib stehen hier. Ich gebe dir ein Bier. Kein Problem, trink das. Ey, der macht mich hier gerade ganz schön rund. Achtung. Du darfst die Leute nicht rufen. Ich habe keinen gerufen. Wow, ich bin fast tot. Okay. Ich bin tot. Ich korrigiere, ich bin tot. Ich habe die jetzt mal alle weggeschickt. Bitte schön. Damit wir hier freie Bahn haben. Ey, Junge, irgendwann ist auch mal gut. Der hat halt echt meine Pumpgun mit seiner Pfanne geblockt. Okay. Leute. Oh nein, er ist! Komm schon. Ey, diese verdammte Teflonpfanne. Keiner widersteht meiner Pumpgun. Bitch. So sieht's aus. Okay, der Kunde hier ist wirklich al dente. Essen ist fertig. Bock auf ein bisschen Vollidiot im Schlafrock? Ich würde, glaube ich, mir so ein Stück nehmen. Ja, ich glaube, ich pass. Weiß er nicht. Das schmeckt wie Hühnchen. Scheinbar. Weil das kann ich fast nicht glauben. So, um die hier zu retten, brauchen wir den Jasper Jones. Jasper Jones? Komm mal her. Ja. Ich hole sie gerade. Soll da reingejoggt kommen? Geht's allen gut? Ist okay, Nachtisch, kommt rein. Was ich ziemlich geil finde, alles okay, dass hier die ganzen Leichen liegen bleiben, denn in Dead Rising 2 verschwinden die. Ja, richtig, im ersten sind sie aber auch liegen geblieben, richtig? Hey, soweit ich weiß, ja. Das haben sie irgendwie wieder, also finde ich gut, dass es gemacht hat. Finde ich auch gut, ja. Ich wette, jetzt gibt's hier ein geiles Foto. Schau mal, Alan, du kannst aufhören zu laufen. Warte. Kann mir jemand sagen, dass er die Kopfhörer abnehmen soll? Ich klatsch den. Okay, wir haben sie dabei. Keine Umarmung. Dafür. So, Case 4.1 ist rot. Wir sollten uns beeilen. Ja, wir rennen jetzt zurück. Ich werde mal ganz schnell hier direkt mal Case das Ding aktivieren. Ich schaue gerade direkt mal. Das Safe House. Alles klar, es passt doch perfekt. Die ganze Gruppe hier ist voll.